Hey, hey, hallo und ho, ho, ho! Jetzt geht's nochmal um einen Weihnachtsfilm, und zwar um einen Weihnachtsfilm, den ich tatsächlich in vielen Gesprächen schon festgestellt habe. Der ist so underrated eigentlich. Underrated. Der ist so ein bisschen unbekannt. Unbekannt. Tendenziell unbekannt. Tendenziell viel zu unbekannt, aber birgt in sich eine der schönsten und weihnachtlichsten Szenen überhaupt. Und zwar, ich weiß schon, das ist immer ein Problem mit dem, dass ihr das nicht richtig sehen könnt, aber machen wir es so, wie es echte Influencer machen. Siehst du, schon funktioniert das. Die Gebrüder, siehst du das? Die Gebrüder Weihnachtsmann mit dem Vince Vaughn. Vaughn! Und ich muss sagen, ich kannte den Vince Vaughn ja vorher gar nicht, vor Gebrüder Weihnachtsmann, aber seit die Gebrüder Weihnachtsmann ist der Vince Vaughn einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Super Typ. Und vor allem die Lederjacke, die er hier trägt, die suche ich schon immer. Und das haben wir schon auf dem Weg, haben wir schon bei eBay Kleinanzeigen mal zwei Lederjacken gekauft. So. Ich krieg diese Jacke einfach nicht mehr. Nicht mehr in diesem Leben. Um was geht's denn in dem Film? Ja, danke. In dem Film geht's um die Gebrüder Weihnachtsmann. Das heißt, der Vince Vaughn, der taucht als Kind erst einmal in der frühen Erzählung dieses Films auf und kriegt dann einen kleinen Bruder. Und der kleine Bruder von Vince Vaughn ist der Nicholas Claus, also der Santa, der dann zu Santa Claus wird. Und dann sind auch ganz putzige Szenen, wie er den Weihnachtsbaum erfindet und so Sachen und wie er dann eben also gewisse Traditionen ins Leben ruft. Aber um das geht es mir noch gar nicht so. Das ganz Spannende da ist, also das ist aus einer eher mittelalterlichen Szenerie, diese Kindheitsszene, ne, am Anfang, kommt es dann in die Neuzeit, wo die erwachsene Männer sind. Aber zwar so richtig, also die Anfangsszenen sind so wirklich Mittelalter. Und dann das Erwachsene ist im modernen New York der 90er Jahre, würde ich mal sagen. Weil die natürlich nicht altern. Ich glaube, das ist der Grund. Aber das ist ja gar nicht das, um was es tatsächlich richtig geht. Es geht darum, dass der Vince Vaughn sich von der Familie abgewandt hat, weil er immer das schwarze Schaf war. Und der Santa Claus war immer der große Heilige, der Nicholas Claus. Und dann kommen die Brüder über Umwege, also wegen Gründen, wieder dazu, dass sie zusammenarbeiten müssen. Und das ist dann eigentlich eine ganz turbulente Familiengeschichte, darf man sagen. Mit ganz viel Konfliktpotenzial und eigentlich eher so eine Art Actionkomödie. So über ganz weite Teile. Die Konkurrenz zieht sich halt von vorne bis hinten. Ja, genau. Also unter den Brüdern, weil er ist ja der Ältere. Eigentlich ist es ein Drama, ja. Eigentlich ist es tatsächlich ein Weihnachtsdrama schon fast, obwohl es echt eine Actionkomödie eigentlich ist. Es ist lustig und alles. Es ist sehr lustig verpackt, aber Ernstes Thema. Es ist echt ein ernstes Thema. Eigentlich schon, ja. Das Thema birgt in sich eigentlich auch dieses Unterthema, gibt es denn wirklich unartige Kinder oder sind es dann doch einfach nicht verstandene oder unzufriedene Kinder. Eigentlich vom pädagogischen her ein ganz tiefsinniger Film, ist aber als Actionkomödie verkleidet. Und auch wirklich die meiste Zeit nur. Wann kommt dann der Weihnachts? Genau, die meiste Zeit Vollgas und Action und ich finde es musikalisch, von der Musik her, gibt es eine Tanzszene, finde ich wirklich einen sehr schwungvollen Film, ein schwungvoller Film. Bisschen Tanz und Musik, wunderbar. Auf jeden Fall die Weihnachtsszene ist dann also wirklich so am Höhepunkt des Films auf bestimmt schon bei 95%, wenn der 95% der Film schon durch ist, dann bricht es richtig runter und es kommt so dieses tiefe Einatmen, nachdem er lang Luft gehalten hat. Du musst es zugeben, es ist wirklich so, es birgt so viel weihnachtliches Flair und Feeling in sich einfach. Wirklich der Weihnachtsfilm, den du gesehen haben musst, und den du höchstwahrscheinlich noch nie gesehen hast. Laura bestätigt es. Ja, sehr cooler Film. Gut, also, jetzt wieder im Influencer-Stil. Gebrüder Weihnachtsmann. Die Gebrüder Weihnachtsmann ist auf jeden Fall einen Blick darauf wert. Viel Spaß damit. Seid gespannt aufs Ende. Woo.